Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. What's up? Yeah. Heute habe ich für euch, gesagt, das ist für mich eine kleine Challenge, würde ich sagen. Und zwar wird dieses Video, also will ich versuchen, dass dieses Video ungeschnitten... Irgendwas vibriert die ganze Zeit. What the fuck? Was ist das? Huh? Irritiert mich irgendwie gerade. Auf jeden Fall möchte ich irgendwie versuchen, dieses Video komplett ungeschnitten hochzuladen. Was für mich sehr schwer sein wird. Also es wird für mich wie eine Challenge, weil ihr wisst ganz genau, dass ich mich gerne manchmal verplapper oder einfach halt Wörter falsch sage und halt mega oft nachdenken muss, wie ich gerade was erkläre und formuliere, bla bla, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt auch gar nicht so weiter hier blödes Zeug reden, sondern ich werde jetzt mal ein paar Fragen beantworten über mich. Und das wird bestimmt den Leuten, für die Leute interessant sein, die mich noch gar nicht kennen, die gerade neu sind hier auf meinem Kanal. Und so könnt ihr mich dann ein bisschen kennenlernen. Ich habe zwar schon mal irgendwie ein paar Fragen über mich mal beantwortet, schon voll oft. 50 Fakten über mich, genau. 50 Fakten. Ja. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also seitdem. Oh Gott, wie lange ist das eigentlich her? Okay, ich fange an. Dein Name. Mein Name ist Enya. Wandris. Wandris ist mein Nachname. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt. Und zwar habe ich bei dem 50 Fakten über mich, habe ich mich vertan. Und zwar habe ich gesagt, weil viele gefragt haben, Enya, dein Name ist ja, also ich nenne mich ja überall Enya Dress. Was ist mein richtiger Name? Und wie kam ich da drauf? Also Enya ist halt mein Vorname. Enya ist halt komplett mein Vorname. Und Dress sind halt die vier letzten Buchstaben von meinem Nachname. Ich heiße ja Wandris mit Nachname. Und ich habe aber in dem Video die drei letzten Buchstaben gesagt. Willy. Crazy. Geschwister. Ja, ich habe einen Bruder. Der ist jetzt 27. Sorry, Bruder, wenn ich dich jetzt irgendwie falsch geschätzt habe. Das heißt geschätzt, ich war in... Nee, 27. Doch, 27. Genau. Richtig gruselig, ganz halt irgendwelche komischen Geräusche. Mein Geburtsort ist, ja, ich wollte es gerade sagen, aber das mache ich jetzt nicht. Das ist natürlich privat, ne? Sonst wisst ihr ja, woher ich komme. Was trägst du gerade? So ein Top hier von Hollister. Das hinten so mit so einem O-Ding-Ausschnitt hinten und so eine, wie soll ich das erklären, hier so eine Hose, das ist so ein, wie soll ich das erklären, so eine Anzughose irgendwie, aber voll bequem und die ist schön. Vielleicht wisst ihr ja, was ich damit meine und ja, sonst nichts. so bin ich gerade, achso, da. Welches Lied hörst du gerade oder das du gehört hast? Achso, es geht noch weiter. Welches Lied hörst du gerade oder was war das letzte, was du gehört hast? Von Travis Scott. Butterfly Effekt. Das ist momentan mein Lieblingslied. Also wer das noch nicht kennt, der sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Das Lied ist richtig geil. Apropos, falls ihr denkt, warum will die unbedingt ein Video hochladen, was ungeschnitten ist. Leute, ich möchte, also ich glaube, das würde mir helfen, also es ist halt wie so eine Challenge für mich und vielleicht würde es mir helfen, was ich denke, mich besser zu artikulieren. Alles klar. Nein, ich glaube, das würde mir wirklich helfen, Dinge, also nicht vielleicht immer um den heißen Brei zu reden, ne? Was ich ja sehr gerne mache. Einfach auch nicht immer so viel Müll zu labern. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Heute früh. Ja. Was liegt neben dir? Ja, links oder rechts? Gute Frage, ne? Liegen tut ja nichts, nämlich sitzt ja. Kein Kabel? Weiß ich nicht.
voll die doofe Frage irgendwie. Bist du froh, eine Frau zu sein? Ja, natürlich. Ich meine, ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin, ne? Wenn ich weiß, auf was das... genau, das meine ich wieder, ne? Jetzt hätte ich das normalerweise weggeschnitten. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, wenn ich weiß, was ich damit meine. Ich verlinke euch einfach das Musikvideo nach diesem Video hier. Das ist so schlimm, wirklich jetzt. Das Ding ist, man weiß, dass man ein Video gerade macht und man muss das jetzt ungeschnitten hochladen und jetzt genau dann... Ja, ihr wisst schon, oh mein Gott, das ist so behindert. Das ist auch irgendwie peinlich, weil ich mich dann voll vertue. Da kommen wir auch wieder zum Punkt. Platz für ein Rendezvous. Romantischste Platz für ein Rendezvous. Ja. Ich weiß nicht. Ja, so, wenn die Sonne untergeht. Sonnenuntergang. Schön. Irgendwie. Ja, am Meer. Sonnenuntergang. Voll geil. Finde ich geil. Lieblingsurlaubsland. Also ich war jetzt nur einmal im Urlaub und zwar in der Türkei. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblingsurlaubsland ist. Land? Ich weiß ja nicht, ob das zählt, wenn ich noch nicht da war. Dann würde ich direkt sagen Karibik. hast du ein Handy? Klar. Wie ist das Wetter gerade? Ja, normal. Bisschen frisch jetzt, weil es halt schon ein bisschen spät ist. Deine Lieblingsfilme? Mein Lieblingsfilm? I Split on Your Grave. Das ist ein, wenn ihr nicht so krank seid wie ich, dann guckt bloß nicht, was das ist oder so, weil das ist ein sehr, sehr kranker Film, was ich auch wirklich zugeben muss, was auch wirklich an... Also ist wirklich die Grenze schon, ne? Aber ich bin halt gestört. Aber ich weiß, dass es halt ein Film ist und deswegen ist das nicht so krass. Also keine Ahnung. Jeder empfindet das auch irgendwie anders, deswegen. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Oh, schwer zu sagen. Ich würde auf eine Art und Weise sagen ja, aber auf eine Art und Weise würde ich auch sagen nee. Keine Ahnung, echt. Keine Ahnung. Nee, wenn es von beiden Seiten... Nee, keine Ahnung, wirklich. Wie viele Kinder willst du mal haben? 2. Ja, aber das dauert noch. Also es wird noch sehr lange dauern. Sehr, 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 sehr lange. Also früher wollte ich mit 25, obwohl... Oder war das heiraten? Also zwischen 25 und 30 so Kinder. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon mit 30 auch Kinder haben will. Ich denke vielleicht sogar später. Ich weiß noch nicht. Ergibt sich dann alles von selber, würde ich sagen. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Was ist deine Lieblingsfernsehserie? Also, wie viele wissen, gucke ich gerne Morddokus. Ich gucke liebend gerne die Serie Medical Detectives oder Autopsie mysteriöse Todesfälle. Und wenn es um Serie geht, so richtige Serien, Tote Mädchen lügen nicht. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein Serienjunkie, würde ich sagen. Nur ich mag dieses, ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie so interessant, habe es mir dann einfach angeguckt und dann habe ich auch gar nicht mehr aufgehört. Und dann habe ich es zu Ende geguckt. Ja. Wer ist die lustigste Person, die du kennst?
die lustigste Person. Keine Ahnung. Mein Bruder, mein Papa, ich. Ja, okay. Ich verabschiede mich jetzt und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, jetzt sind ein paar Fragen beantwortet worden und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das jetzt so gut durchgezogen habe. Krass. Okay, ich verabschiede mich.